sie hat eine immense Bedeutung. Sie, also wenn man zum Beispiel an die Tatsache denkt, dass die dänische Verfassung von heute aus der Zeit stammt, nicht, dass der schweizerische Nationalstaat in dieser Stunde geboren ist, nicht, nach einem Bürgerkrieg 47 entsteht dann ein neuer Staat, ein neuer Bundesstaat durch diese Tumulte, nicht, dass die italienische Verfassung des Vereinigten Italienischen Königreichs eigentlich übernommen wurde von Piedmont und dass Piedmont diese Verfassung erst im Laufe der 48er Unruhen erlassen hat. Überall sehen wir die Spuren dieses Tumults, nicht? Also es ist von größter Bedeutung. Überall in Deutschland werden entweder neue Parlamente gewählt unter neuen Wahlgesetzen, die sozusagen den Behörden aufgezwungen werden durch die Tumulte, durch die Revolution, oder es entstehen vollkommen neue Parlamente, wo gar keine gewesen waren, wie im Falle Preußens zum Beispiel. Preußen hatte weder eine Verfassung noch ein Parlament noch Wahlen. Es hatte kleine Diäten, kleine provinzielle Vertretungsorgane, aber kein richtiges Parlament. Österreich bekommt auch neuerdings ein erstes Parlament dieser Art. Ne? Also insofern entstehen neue Parlamente. Sie sind ein zentraler Strang des Revolutionsgeschehens. Sie gehören zu den wichtigsten Forderungen der Liberalen. Man fordert ein Parlament, man will Wahlen, man will Öffentlichkeit der Debatte und so. Und das alles geschieht dank dieser Revolutionen. Allerdings sind nicht alle gleichmäßig beteiligt am Parlamentswesen. Nicht? Also auf der äußersten Linke schaut man eher mit Skepsis auf die Geschäfte des Parlaments und auf der Rechten natürlich, das braucht man gar nicht zu betonen, auch. Man spricht auf der Linken zum Beispiel von den Parlamenten, wo das Geschwätze nie aufhört, die Liberalen unterhalten sich unter sich, die Linken fühlen sich ausgegrenzt. Und das ist, weil durch die Wahlen in den meisten Staaten es nicht zu einer Mehrheit der Linken kam, sondern zu eine Mehrheit der gemäßigten Liberalen und der Konservativen. Und insofern war die Entstehung eines Parlaments manchmal für eine Fraktion, sagen wir mal, ein riesiger Triumph und für andere eher eine Enttäuschung, eine Herausforderung. Diese Revolution pauschal unter dem Begriff des Scheiterns abzutun, ist absolut, führt absolut in die Irre. Und ich meine, wenn ein Schneesturm kommt oder eine Solareruption oder was auch immer, fragen wir nicht danach, ob der Sturm ein Erfolg war oder ob er gescheitert ist, sondern wir stellen fest, dass er stattfand und wir messen dann die Nachwirkungen. So sollten wir auch mit dieser Revolution umgehen. Eine Revolution dieser Art konnte weder scheitern noch erfolgreich ausgehen, weil eine Revolution keine vereinte Intention oder Absicht verkörpert, sondern eine Vielzahl von widersprüchlichen Absichten. Insofern kann man nicht sagen, also die Revolution wollte X und bekam Y und deswegen ist sie gescheitert. Für manche ist der Ausgang der Revolutionen ein riesiger Erfolg, für andere eben nicht. Was die Liberalen gefordert haben, Parlamente, also bessere Pressegesetze, besseres Ambiente für das Kapital und also freier Umgang oder freien Zugang, sagen wir mal, zum Kapital und zu Investitionen und so weiter, das haben sie alles bekommen. Das hat die Revolutionszeit überlebt. Das Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit, nach staatlichen Kontrollen im Bereich Löhne und Preise, Preiskontrolle und so weiter, das ist nicht gelungen. Und da kann man natürlich bei bestimmten Absichten von einem Scheitern sprechen. Manche sind gescheitert, manche hatten Erfolg, aber im Ganzen pauschal kann man weder von einem Scheitern noch von einem Erfolg sprechen, sondern man sollte sagen, dieses enorme Ereignis hatte sehr tiefgreifende Nachwirkungen für ganz Europa. Und man sollte dann diesen Nachwirkungen nachgehen, statt sozusagen hängen zu bleiben bei dieser Behauptung, die Revolutionen seien gescheitert.
Ich sehe überhaupt keine Bereitschaft zu einem gemeinsamen Erinnern oder einem gemeinsamen Gedenken der Revolutionen. Ganz im Gegenteil. Ich meine, der Historiker, mein Kollege, mein sehr geschätzter Kollege Axel Körner hatte dieses Argument schon vor einigen Jahren gebracht, dass diese Revolutionen europäisch erlebt wurden, aber dass sie in der Erinnerung rückblickend nationalisiert wurden. Und das ist wieder, also nach wie vor, ein Zeichen für die Stärke des Nationalstaates, auch als Deutungspotenz im kollektiven Gedächtnis. Und was uns bevorsteht, also die Aufgabe, die uns bevorsteht, ist eigentlich das wieder zusammenzubringen, was zusammen war, was zusammen gewachsen ist und zusammen geschehen ist, aber was im Nachhinein durch die verschiedenen nationalen Erinnerungskulturen auseinandergerissen wurde. Aber das ist, würde ich sagen, uns bisher noch nicht ganz gelungen. Aber wir sind wohl auf dem Wege dorthin. Gerade die Probleme, die Vielstimmigkeit von 48, das Auseinanderdriften der verschiedenen Fraktionen, das Nicht-Zustande-Kommen von einem Konsens zwischen Links und Mitte, sagen wir mal. Gerade das ist so lehrreich wie sonst gar nichts. Denn heute wie damals ist die wichtigste Aufgabe, eigentlich Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Interessen, eine überbrückende Sprache und überbrückende Argumente zu finden. Auch wenn die Auseinandersetzungen bitter werden können, trotzdem bereit zu sein, zusammen zu handeln, zusammen zu agieren, wo es sich lohnen kann. Das sind eben die Lehren aus der Revolution von 48. Und da ist, würde ich sagen, also ich will sowieso nicht vom Scheitern sprechen, aber da sind sozusagen schwierige Lagen. Die Komplexität der Vergangenheit ist lehrreicher als die großen Siegeszüge, die uns eigentlich gar nicht so viel beibringen.